Hallo liebe Outdoor-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Drohnenflug-Video auf meinem Kanal. Heute bin ich für euch in Neidenstein im Kraichgau unterwegs und hier gibt es eine schöne Burg, die auch im Privatbesitz ist und auch bewohnt ist. Deswegen können wir natürlich nicht reingehen, aber gegen Drohnenflug spricht glaube ich nichts, oder? Jetzt habe ich ja gerade am Friedhof geparkt, weil Richtung Burg ist nur für Anlieger frei, klar. Laufe ich da mal ein paar Meter diesen Burgweg hoch. Wenn ich dann oben angekommen bin, melde ich mich dann wieder. Ja, im Hintergrund seht ihr die Burg. Echt schön hier, aber ein bisschen windig ist es. Ich hoffe, das klappt mit der Drohne. Ganz am Anfang am Torbogen stand auch Privatgrundstück. Da stand aber nichts vom Betreten verboten. Von dem her gehe ich mal davon aus, dass ich hier sein darf. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ansonsten wäre ja auch Betreten verboten oder abgesperrt oder irgendwie. Ne? Naja, auf jeden Fall werde ich jetzt meine Drohne auspacken und zeige euch das dann mal von oben. Allah, viel Spaß dabei!
So, ich konnte jetzt hier ein paar schöne Aufnahmen machen. Der Flug ist gelungen. Ich weiß nur nicht, wie lang das Video jetzt wird, aber auf jeden Fall haben wir die Burg jetzt mal ein bisschen filmen können. Sie ist zwar nicht groß, viel war es auch nicht. Ihr habt es ja bereits gesehen. Aber Wetter ist gigantisch. Der Erhaltungszustand, klar, die ist bewohnt, ist super gut. Und hier der Durchgang, dieses Burgtor, das hat schon was, oder? Coole Sache. So, und ja, jetzt geht's wieder zurück zum Auto und dann werde ich das Video beschneiden und werde es euch dann online stellen. Also gut, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, das wäre cool. Und ich freue mich auf nächstes Mal. Bis dann. Ciao, ciao.